Danke, Schumann. Dankeschön an dieser Stelle. Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Cloud und KI in der öffentlichen Verwaltung und möchten Sie jetzt gerne einladen, den nächsten 15 Minuten einem Bühnengespräch zu folgen. Auf diesem Panel sitzen Anna-Sophie Herken. Sie ist Mitglied des Vorstands der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und wir begrüßen Nikolaus Hagel aus der Geschäftsleitung von SAP. Herzlich willkommen den beiden. Hallo. Hi, servus. Den Sie wollen. Nehmen Sie den. Ja, schön. Wir sprechen über KI und super, funktioniert. Insofern möchte ich erstmal nochmal Anna-Sophie Herken herzlich willkommen heißen. Ich hatte das Vergnügen, jetzt die letzten Monate viel über Digitalisierung mit Ihnen zu sprechen als Vorstand der GIZ und freue mich, dass Sie das jetzt heute quasi auch nochmal der ganzen Gruppe hier erzählen, weil das super spannend ist. Aber vielleicht starten wir mal, hier sind sicherlich viele dabei, die die GIZ kennen, aber vielleicht erstmal für die, die Sie nicht so gut kennen, was macht die GIZ? Ja, vielen Dank. Ich habe auch erstmal meine Papiernotizen versteckt, um nicht gleich schlecht aufzufallen beim Digitalisierungsthema. Also die GIZ ist die Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Wir sind ein Bundesunternehmen und wir sind relativ groß, ungefähr 25.000 Mitarbeitende in mehr als 100 Ländern. Wir haben unseren Sitz in Deutschland und setzen im Jahr ungefähr 1.700 Projekte um, ein relativ großes Budget, um 4 Milliarden. Und was wir inhaltlich machen, ist, dass wir uns für eine bessere Welt einsetzen, also für die UN-Nachhaltigkeitsziele. Also wir beschäftigen uns mit Themen wie Klimaschutz, Armutsbekämpfung, Gesundheit, Frieden. Das tun wir jetzt seit fast 50 Jahren. Ja, super spannend. Dann steigen wir vielleicht mal in die Thematik ein und mit einer etwas nostalgischen Frage. Ich weiß nicht, ich komme mir zumindest immer so vor, so wie in dem Film Zurück in die Zukunft, wenn ich hier so über KI und moderne Technologien spreche. Vielleicht für die Jüngeren, und ich sehe da ein paar Jüngere, die den Film wahrscheinlich nicht kennen, bei Zurück in die Zukunft reisen die jeweiligen Protagonisten sind es 5 Filme oder ich weiß gar nicht, in die Zukunft und lernen da die neuen Technologien und Sonstiges kennen. Und irgendwie kommt mir das auch so vor. Wie ist denn Ihre Digitalisierungsstrategie diesbezüglich? Ich finde den Film ganz gut, weil ich habe den sehr oft gesehen, mit Michael J. Fox. Ja, genau. Genau. Also ich finde das eine gute Analogie und das trifft natürlich auf die Technologie zu, also dieses in die Zukunft zu gehen oder in Räume und Welten, wo man dachte, die gibt es doch gar nicht. Was interessant ist, ist, dass das aber auch nicht nur für die Technik zutrifft, sondern auch für die Themenfelder, mit denen wir uns in der GIZ beschäftigen. Also wenn ich zurückgucke, was ich als Kind zurück in die Zukunft geguckt habe, da war Klimawandel noch kein Thema, wir hatten auch noch keine großen Epidemien, die uns in Europa oder global so stark erreicht haben. Wir sehen also auch bei den Themenfeldern so Zukunftsszenarien, die gar keine mehr sind. Und insofern sind das sozusagen auf beiden Strängen, glaube ich, ganz gute Analogien. Und was ganz interessant ist, wir arbeiten an diesen UN-Nachhaltigkeitszielen, die wir bis 2030 erreichen sollen und wo wir fast überall weit unter der Zielerreichung sind. Und da gibt es auch Einschätzungen, die sagen, wir würden 70% dieser Ziele erreichen, wenn wir auf digitale Innovation und Technologien setzen. Also insofern ist das für uns ganz wichtig. Und wir stehen natürlich oft vor so einem Dilemma, ne? Also wenn wir uns das Gesundheitsthema angucken, da sehen wir, dass die Hälfte der Welt hat keinen Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen. Also brauchen wir digitale Modelle. Gleichzeitig sehen wir, dass die Hälfte der Welt von Digitalisierung ausgeschlossen ist. Also insofern sehen wir auch viel Spannungsfelder. Und ich arbeite viel in Afrika und was ich da positiv finde, ist, dass wir mit vielen Partnerländern arbeiten, die schon ganz, ganz weit sind. Also ich war in Ruanda und da haben wir Irembo, das ist eine Plattform für digitale Dienstleistungen in der öffentlichen Verwaltung. Also unglaublich toll, was die da machen. Und wir haben ganz viel Leapfrogging in Afrika. Also M-Pesa, Payment Services, da werden Stufen übersprungen anhand von digitalen Lösungen. Und das fordert uns natürlich als GIZ auch, weil wir müssen ja gegenüber unseren Partnern, da können wir keinen Fax hinschicken. Also wir müssen auch uns intern digitalisieren. Und das machen wir sehr stark, das machen wir seit ein paar Jahren und wir arbeiten jetzt mit voller Kraft auf einen S/4HANA Go Live.
am 01.01.26 hin. Und das ist was, was uns sehr beschäftigt und ja wirklich auch im Zentrum unserer Arbeit seit einigen Jahren steht. Ja, moderne Technologien ist, finde ich, auch so ein wichtiger Punkt. Und Rolf Schumann hat da auch ein paar Szenarien gerade aufgezeigt. Ich glaube, wenn man jetzt moderne Technologie nimmt, Cloud-Technologie mal als Enabler, der so auf die Geschwindigkeit und auf die veränderten Rahmenbedingungen eingeht, ist, glaube ich, schon ein wichtiger Aspekt, das in Strategien etc. Umzusetzen oder auch zu bedenken. Und da kann ich jetzt so, ich habe es gestern, nur damit Sie das auch wissen, mal erzählt, was wir so als Basis dementsprechend zur Verfügung stellen, also sprich die Kernfunktionalitäten auf der anderen Seite, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch die Thematik, dass wir viel Erfahrung mitbringen, ja? Also viel Erfahrung bei der Transformation. Wir sind selber als Unternehmen, und das haben ja viele Organisationen noch vor sich, sozusagen dementsprechend in einer Transformation gewesen, als wir gesagt haben, wir transformieren von einer On-Premise-Company in eine Cloud-Company. Das haben wir nicht nur zum Selbstzweck gemacht, sondern eben auch, um unseren Kunden dementsprechend Lösungen anbieten zu können. Und diesen Erfahrungsschatz würden wir logischerweise gerne mit vielen teilen. Und da würde auch mal so interessieren, wie so Ihre Erwartungshaltung da ist. Also wir haben ja eine Digitalisierungsstrategie oder wir haben so drei Pfeiler. Wir sagen immer, für uns ist ganz wichtig, dass wir sozusagen ja, Innovation, digitale Technologien, dass wir da ganz stark sind, weil wir einfach Partnerländer haben, die das einfordern. Das heißt natürlich auch was für uns als Organisation. Gleichzeitig ist es so, und ich habe das eingangs erwähnt, wir sind wirklich 25.000, 26.000 Mitarbeiter, davon sind 70% in unseren Partnerländern und in fragilen Staaten. Wir sind in Mali, in Burkina Faso, also wir sind in ganz verschiedenen Settings aufgestellt und haben sehr unterschiedliche auch Situationen, wie wir arbeiten. Also deswegen sind die Mitarbeiter total wichtig. Wir haben einen starken Betriebsrat, mit dem wir sehr konstruktiv in dem Bereich zusammenarbeiten, aber auch gerade wir als GZ, wir stehen natürlich immer für Ethik, für Inklusion, für das Gute. Also wir müssen natürlich auch immer schauen, dass das, was wir machen, dass das gut ist, dass wir die Regularien dafür auch haben und einhalten. Und wir sind ein Bundesunternehmen. Also Sicherheit ist bei uns immer ein Riesenthema. Ja Sicherheit, glaube ich, das ist, wenn man moderne Technologien einsetzt, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den wir auch als Anbieter in Summe ernst nehmen wollen. Wir haben ja auch eine Souveränitätsinitiative quasi kommuniziert, dass wir wirklich viel Geld, 2 Milliarden in den nächsten 10 Jahren investieren werden, um eben dafür zu sorgen, dass unsere Kunden ihre Daten einerseits natürlich nutzen können, weil ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, die Vielzahl der Daten integriert zu nutzen, auch in Prozesse, in Mehrwerte zu bringen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite tatsächlich auch in der Lage sind oder die Sicherheit haben, dass die Daten sicher sind, ja, dass sie gerade wie Sie in der globalen Vernetzung am Ende des Tages sicher gehen können, dass die Daten da, wo sie sind, auch sicher eingelagert sind sozusagen, ja, und am Ende des Tages hier von außen. Und ich glaube, es ist unbestritten, dass viele, sagen wir mal, Cyberangriffe, Sabotagen in irgendeiner Form dazu führen sollen, hier in irgendeiner Form Unsicherheit zu schaffen. Umso wichtiger ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, dass da tatsächlich Technologiekonzerne, wie wir es sind, ihnen entsprechende sichere Lösungen zur Verfügung stellen können. Und unter dem Gesichtspunkt ist vielleicht so ein Blick in die Zukunft auch mal nicht schlecht. Also wenn man jetzt, wir hatten ja vorher die Analogie und ich kann mich noch erinnern, wie Marty McFly immer in seinen DeLorean eingestiegen ist und dann mit diesen Blitzen irgendwo hingeschossen ist. Hätte ich auch gern gehabt, so ein Auto. Aber wenn man jetzt mal so sagt, Sie steigen in dieses Auto ein und reisen gar nicht die 50 Jahre voraus, sondern einfach nur 3 Jahre. Also vielleicht von heute an in 2028, wenn wir wieder hier sitzen. Wie glauben Sie, so wie hat sich die GEZ in Sachen Digitalisierung entwickelt? Sie hatten ja auch gerade gesagt, dass es wichtig ist, die Belegschaft mitzunehmen. Ich glaube, auch ein wichtiger Punkt, den Mindshift tatsächlich in jedem Einzelnen bei der Digitalisierung hinzukriegen. Und am Ende des Tages, glaube ich auch, am Ende findet ein Kulturwandel statt. Wir sind ja mittendrin in dieser Transformation und S/4HANA ist für uns natürlich ein wichtiger Baustein, weil wir haben eine Gesamt-Business-Transformation und wir haben uns natürlich angeguckt, wo wollen wir hin, was sind die Partneranforderungen. Insofern machen wir das jetzt schon seit ein paar Jahren, aber es ist in der Tat wirklich immer wieder wichtig, die Mitarbeitenden mitzunehmen und eben auch wirklich diese verschiedenen Kontexte.
Frage, wo gehen wir hin? Also ich glaube, was wir sehen ist, sozusagen von den Needs unserer Partner, wie gesagt, wir sehen, dass die Probleme, Klima, Hunger, Armut, eigentlich immer größer werden und dass wir das mit normalen Lösungen gar nicht mehr schaffen. Also wir sehen sozusagen diffus, wir brauchen da innovative Technologien. Wie die sind, das frage ich Sie dann gleich, was da kommt. Also wir sehen insofern, dass das ganz, ganz wichtig ist und dass es deswegen umso wichtiger ist, dass wir das als Belegschaft, als Organisation mitdenken. Und wie gesagt, wir haben diese zwei Felder, dass wir uns immer wieder Gedanken machen, was bieten wir in der Leistung an? Also was machen wir da anders, damit es bei den Partnern digital erbracht wird? Aber sich auch wirklich zu überlegen, wie machen wir es intern? Und da ist viel passiert schon, der Cloud, KI-Diskussion ist bei uns groß, da passiert ganz viel, aber es ist wirklich viel, weil wir haben sozusagen sowohl auf der Digitalisierungsebene diesen schnellen Pace, gleichzeitig bei unseren Themen. Und das ist manchmal auch ganz schön viel. Ja, absolut. Ja. Also aber wie sehen Sie das? Also was glauben Sie denn? Was werden unsere Partner in 5 Jahren von uns wollen? Ja, also ich glaube, in der Zeit wird sich viel getan haben. Und ich habe vorher bei dem Interview für die Messe schon gesagt, jetzt mache ich das ja hier im 5. Jahr, wie sich auch die Themen hier gewandelt haben. Ja? Also dass die modernen Technologien sind nicht mehr in der Diskussion. Daher glaube ich, dass eine schnellere Adaption möglich ist, weil, wie zum Beispiel wir, souveräne Cloud-Infrastrukturen haben. Das heißt also, Sie werden in der Lage sein, Cloud-Services zu nutzen, standardisierte Services zu nutzen, die einerseits sowohl in Deutschland, aber glaube ich auch für Ihre Partnerländer eine unglaubliche Geschwindigkeit geben wird, weil Standards da sind und wenn ich mich auf die committe, dann glaube ich schon, dass da ein unglaublicher Sprungfix drin sein wird. Ja? Und ich glaube, der Knoten wird dann platzen, wenn die Infrastrukturen da sind, wo man sagen kann, wie gerade vorher gesagt, die Daten sind sicher, die Daten können sicher transferiert werden. Also insofern würde ich mal sagen, das sind zwei so wichtige Punkte, die wenn wir in 3 Jahren oder 5 Jahren hier sein werden, dann ist es wahrscheinlich normal und wir reden davon, dass KI-Szenarien tatsächlich den Mehrwert gebracht haben, den wir uns überall versprechen. Wenn wir sagen, KI ist im Endeffekt ein Enabler für, sagen wir mal, Effizienzsteigerung. Mhm. Dass wir sagen, Prozesse werden dementsprechend unterstützt. Ja, nehmen wir mal nur bei der Personalbeschaffung, ja, dass ich einfach den Prozess beschleunigen kann. Ja. Dass ich in Summe Prozesse automatisieren kann. Also dass da wirklich viel mehr Systematik drin sein wird und alleine dadurch, dass weniger Menschen, zumindest jetzt in Deutschland, im Arbeitsmarkt verfügbar sein werden, werden wir auch Möglichkeiten finden oder werden sie gefunden haben, weil ich hatte gestern gesagt, 2030 fehlen 1 Million. Ja. Wenn wir in 28 da sind, sind von der Million ja schon einige weg. Und wenn wir dann erst 30 nochmal hier sind, dann sind sie alle weg. Und deswegen glaube ich schon, dass bis dahin all diese Technologien Einzug in den Alltag gefunden haben. Und darauf freue ich mich ehrlich gesagt, weil das, was wir hier immer so jetzt ein bisschen in der Theorie erzählen, und was wir aber auch in unserer Beziehung dementsprechend aufbauen. Also deswegen bin ich auch super dankbar, dass wir mit Ihnen jemanden haben, die vorneweg gehen. Ja, also wir haben, als wir angefangen haben, uns zu unterhalten, war das für Sie gar keine Frage zu sagen, wir müssen in die modernen Technologien investieren. Sie tun es. Ja, und ich glaube, das ist für alle, die hier sind, auch ein hervorragendes Beispiel, dass wenn man tatsächlich, sagen wir mal, diese 3 M's, die ich immer nenne, die Motivation ist, glaube ich, unbestritten, die hat jeder. Aber auch den Mut zu haben, es dann zu machen, und das sind dann die 3 M's, das verkörpern sie. Und da, wie gesagt, bin ich sehr dankbar und freue mich auf die nächsten gemeinsamen Transformationsjahre. Wir berichten dann vom 01.01.26, unserem Go-Live, ja. In 2 Jahren sitzen wir hier. Ja, freue ich mich drauf. Also vielen Dank, dass Sie viele Einblicke, ich hoffe, das war für alle anderen auch genauso interessant wie die letzten Monate für mich und bin sehr dankbar, dass Sie die Gedanken auch mal dem Auditorium geshared haben, weil ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es jemanden wie Sie gibt, die so wirklich als Frontrunner zeigen, dass es wirklich gehen wird. Und wir werden gerne berichten, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Vielen Dank. Danke, vielen Dank auch. Dankeschön.